So, moin! Gestern war ich wieder draußen unterwegs in einem Energieaudit. Und dann haben wir gestern Nachmittag mit unseren Kunden sehr lange gesprochen über die tatsächlichen Energieflüsse an einem Transformator. Und wir konnten anhand des Trafo-Monitorings in unserem Stromfee-Tagebuch-Monitor schön erklären, dass die Energieflüsse in einem Transformator sich umdrehen. Nee, das ist auch das nicht. Das Fenster müssen wir dann öffnen. Ja. Ja, bei Trafoverluste, da sieht man ganz deutlich unten, hier unten, da sieht man, dass die Flussrichtung der Energie, deswegen ist da auch ein negatives Vorzeichen bei der elektrischen Einheit kW. Dort entnimmt die Biogasanlage 2 Wirkleistung aus dem Netz. Und wenn die BAKWs einspeisen, dann wird dem Netz Energie zugeführt und deshalb wechselt die Energieflussrichtung im Transformator. Und wer so ein schönes Trafo-Monitoring hat in Echtzeit, der kann dem Netzbetreiber schön erzählen, guck mal hier, unsere Trafo-Verluste über das ganze Jahr betragen nur 0,5%. Das macht dieses Tool nämlich das Ausrechnen. Und dann kann er 1% der Netzverluste, die ihm statisch zugeordnet werden, seit 15 Jahren korrekt ausrechnen lassen und korrigieren. Das macht bei jeder Biogasanlage mit 4 Millionen Kubikmetern sage und schreibe 12.000 Euro zusätzliche Liquidität im Jahr. Das ist eine gute Sache. Ja. Das ist eine gute Sache. Das schnell verdientes Geld. Einfach mal ein Monitoring einbauen lassen, eine Übergabestelle zum Netz. Und dann hat man diese Werte hier im Tagebuch und kann dann schön mit dem Netzbetreiber ganz in Ruhe, ohne Hektik, die Korrektur durchführen. So geht das. Das BAKW-Monitoring, da steht ganzheitliche Erfassung der Wärmeproduktion an den BAKWs. Das haben wir gestern auch wieder gemacht. Und da haben wir feststellen müssen, dass Wärmetauscher zu klein sind, dass die Wasserdurchflussmengen sich gegenseitig behindern, die Tischkühler unnötig laufen, die Trockner zu wenig Wärme bekommen, die Vorlauftemperaturen im Wärmenetz zu kühl sind, die Wärmenetze zu teuer in Betrieb sind, weil die Pumpen zu viel Strom ziehen. Und hierfür benutzen wir ebenfalls das Monitoring-System. Jetzt haben wir es wieder geschlossen. Ja, das können wir, das geht ganz flott. Das können wir zum Beispiel an der Wärmepumpe. Das hier? Da haben wir unser Tagebuch für die Wärmepumpe und da werden aufgezeigt die Vor- und Rücklauftemperaturen. Hier einmal ohne Durchfluss, weil das eine ganz einfache Wärmepumpe ist mit 2 Heizkreisen. Da dokumentieren wir auch in Echtzeit die Vor- und Rücklauftemperaturen ziemlich schlicht und können dann mit dem Hersteller der Wärmepumpe und mit dem Heizungsbauer können wir mal die letzten sieben Tage uns anschauen. Das haben wir schon seit geraumer Zeit jetzt installiert und machen hier unsere eigenen Schlussfolgerungen. Hier sieht man also die Wärmepumpe Vor- und Rücklauftemperatur. Das könnte ja auch ein Pufferspeicher sein oder ein BAKW oder ein Gasheizkessel oder ein Biomassekessel. Darunter sieht man den Heizkreis schön aufgelistet. Vor- und Rücklauftemperatur. Hier fehlt die Durchflussmenge und die Energiemenge, Wärmemenge und unten nochmal. Und auf der rechten Seite haben wir gestern Experimente gemacht und die Fühler mal rausgenommen und geschaut, reagiert die Anzeige, das Monitoring hier auch richtig. Das hängt damit zusammen mit dem BAKW-Check auf der Wärmeseite. Genau. Und wir haben ja jetzt noch was Neues im Preismanager bei Henning Farnhold. Henning Farnhold so. Ist ein Biogasanlagenbetreiber und der hat uns beauftragt, den Preismanager weiterzuentwickeln. Und jetzt haben wir hier Preissegmente drin. Und Henning hat in seiner Biogasanlage mit dem Programmierer 4 Szenarien programmieren lassen. Das Szenario 1, die Preisschwelle niedrig. Ganz niedrig sind die Preise niedrig, wird richtig viel elektrische Energie verbraucht und der Prozess angestoßen, Gas erzeugt. Bei der Preisschwelle unter Median
Da wird schon etwas reduziert. Da werden nicht alle Aggregate laufen. Henning freut sich schon, dass er dann bei sehr niedrigen Spotmarktpreisen Strom bezieht. Er lacht sich ins Fäustchen auf gut Deutsch. Mhm. Bei Preis über Median, da nimmt er sich sehr zurück und lässt nur noch die allernötigsten Aggregate, Baugruppen laufen. Gas, ja. Gasverdichtung sowieso. Unabhängig davon. Aber, Rührwerke im Moment. Ja, Rührwerke im Lager zum Beispiel, die werden dann ausgeklammert. Rührwerke in der Vorgrube und die Rührzeiten werden maximal reduziert. Ja. Und wenn der Strompreis auf der Spitze ist, dann wird nur noch sehr wenig Aktion durchgeführt. Und so haben wir jetzt ein an die Biogasanlage angepasstes System, wo dem Kundenwunsch entgegengekommen ist. Genau. Das ist neu. Und in Zukunft, wenn das dann auch jetzt anläuft und wir das ein bisschen beobachten können, wollen wir auch mal ausrechnen, was das denn auch tatsächlich dann in Euros einspart gegenüber einem festen Preis von beispielsweise 46 Cent. Deswegen haben wir hier die, schreiben wir hier die Statistik schon mal mit, wann die Aggregate laufen. Mhm. Und dann können wir schön in unserem Tagebuch uns alles abbilden lassen. Ja. Das wird eine gute Sache. Das ist eine super Sache. Ja. So, das war es jetzt erstmal von den Neuigkeiten. Jetzt gucken wir mal auf die Strompreise. Also, wir sehen hier, wo sind wir denn? Morgen ist ja auch neu, ne? Ja, das können wir jetzt extra groß machen. Und dann sieht man hier auch schön, wie bei dem BRKW, sage ich mal, die Zacken. Die Entwicklung. Genau. Also, wir kommen hier, was haben wir hier? 7,6 Cent aus der Nacht. Es steigt dann morgens an, hier um, hallo? 7 Uhr, zwischen 7 und 8. Ah ja, zwischen 7 und 8 haben wir hier 15 Cent. Ja. Jo, 14,9, ja, an die 15 Cent. Mittag sinkt es dann hier wieder ein bisschen ab auf 10 Cent. Und abends kommen wir hier auf 20,9 Cent Kilowattstunde. Ja. Und woran liegt es wohl am Wind. Okay, der Wind geht hier zurück. Wir sehen das hier. Mhm. Ja. Wir haben das auch eben bei Spot Renewables kontrolliert. Also tatsächlich ist hier diese lilane Kurve relevant. Kann ich euch auch ruhig nochmal zeigen. So, hier. Wir sehen, die Kurve geht hier zurück und Samstag haben wir komplette Flaute. Da ist ja gar nichts los. Muss man sehen, ja. Ja, klar. Genau, dann was haben wir hier noch? Genau, hier halt wieder die Solarproduktion. Auch nochmal die Strompreise. Ja, wir haben hier Spot Renewables haben wir auch drin. Ja, ja, ach stimmt. Mhm. Ja. Einmal noch bei den Blackout News bitte vorbeischauen. Ja. E-Auto, Stromer gegen Hybrid. Ja. Also den Hybrid, den ich seit vielen Jahren fahre, dem Akkukapazität. Ja, vergessen wir es. Gut, ich denke, das war's. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Tschüss.